Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es ums Thema Sena 10S. Das ist ein Sponsoring. Vielen Dank an die Firma Sena dafür. Wir fangen damit an, einen schönen Unboxing zu machen und danach bauen wir das ganze Ding an den Helm und dann machen wir irgendwie nochmal ein separates Video dazu, wie das ganze Ding funktioniert. Los geht's! Und zwar ist es wie folgt, ich habe die einfach gefragt, ob die mir die Möglichkeit geben würden, das gute Stück mal zu probieren. Wir haben davon zwei Stück, also diese Dual-Pack geschickt bekommen und da sind also zwei davon drin. Ich bin mit Marc nämlich gerade im Harz und wir wollen natürlich gerne mal probieren, wie schön es funktioniert, in den Serpentinen damit zu kommunizieren. Und weil die Firma Sena so gut war, dass wir Vlogs damit machen wollten, haben sie uns zusätzlich noch diese Sena Prism Action Cam dazu geschickt. Warum haben sie das gemacht? Weil man mit der Sena Prism die Dual-Vlogs aufnehmen kann. So, das können wir also mal probieren, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze bauen wir jetzt an den Helm, aber erstmal zeige ich euch, was in den Kartons ist. Los geht's. So, was haben wir hier also? Wir haben hier dieses schöne Paket. Das ist echt, das muss man eben auch einfach mal jetzt sagen, wirklich extrem schön verpackt. Also die ganze Aufmachung ist hier sehr, sehr cool von dem Zeug. Das muss man einfach mal so sagen. Auch der Karton ist einfach echt schön gemacht. So, die ganze Verarbeitung schon. Na klar, das bezahlt man natürlich mit, aber das ist trotzdem echt gut gemacht. So, man freut sich auf jeden Fall, das auszupacken, wenn man das hier hat. Ist auch echt sehr hochwertig gemacht alles. Hier drin befinden sich jetzt also diese ganzen Komponenten. Das sind die beiden Dinger, die man an den Helm baut. So sehen die aus. Da sind die Kabel unten dran. So relativ selbsterklärend im Grunde genommen. Hier unten ist eine Befestigung mit Imbusschlüsseln. Die schraubt man ein bisschen lose und das kommt dann nachher an den Helm. Das ist also dieser Bluetooth-Empfänger. Der hat hier hinten die Kontakte, um mit dem Gerät, was am Helm verbunden bleibt, verbunden zu werden. Und hier sind die Kabel für die beiden Lautsprecher und das Mikrofon. So funktioniert das Ganze im Grunde genommen. Man hat hier entweder die Möglichkeit, das Mikrofon zu benutzen, was man unten in den Helm einklettet. Das ist also eine sehr temporäre Lösung. Das kann man quasi einkletten und dann mit diesem Kabel hinten einstecken. Oder, und so wird es dann sehr wahrscheinlich bei uns sein, dass wir die dauerhafte Lösung haben, dass man das Mikrofon, was hier unter versteckt ist, in den Helm einbaut vernünftig. Jetzt gucken wir mal, was hier noch an Zubehör dabei ist. Hier haben wir erstmal zweimal Ladekabel, ne? Also einmal fürs Auto, einmal für zu Hause. Das ist quasi einmal für Marc, einmal für mich. Wir haben also einmal Bluetooth-Gerät für Marc, einmal Bluetooth-Gerät für mich. Das Ganze jetzt mal aufteilen, das ist natürlich alles zweimal dabei, weil man quasi das Ganze für zwei Helme ausgestattet hat. Das sind diese Lautsprecher, die werden in den Helm eingeklipst. Und diese beiden Mikrofone, die so separat sind, die sind uns ein bisschen zu klobig. Die benutzen wir nicht, wir kleben uns die kleinen Mikrofone in den Helm. Zeige ich euch sofort. Was haben wir hier noch also an Zubehör drin? Hier ist erstmal der Quick Start Guide und die Bedienungsanleitung. Ist auch alles sehr, sehr hochwertig verpackt, also das ist echt sehr, sehr schön gemacht. Und hier haben wir zweimal Zubehör. Und zwar auch alles doppelt, genauso wie vorher auch war, sodass quasi für ihn einmal ist und einmal für mich. Und hier drin sind unterschiedlichste Sachen, die man halt für den Gebrauch benutzen kann. Ich zeige euch das mal alles, was hier drin ist. Wir haben hier nochmal andere Ohrpolster für die Kopfhörer. Das kleine Mikrofon, dieses Mikrofon wird also quasi vorne in den Helm eingeklebt. Das ist wie so ein Klettpad, das kann man vorne ran machen. Und dann verlegt man sich das Kabel durch den Helm. Man hat dadurch also nicht dieses große, klobige Mikrofon, sondern man hat dieses ganz kleine. Das hier werden wir nicht benutzen, sondern dieses kleine Ding. Wenn man das Ganze nicht an den Helm schrauben möchte, sondern kleben möchte, hat man also die Möglichkeit, hier mit so einem 3M-Klebepad das Ganze normal am Helm zu verschrauben. Falls die Helmwand zu dick oder zu dünn dafür ist, kann man das auch anderweitig befestigen. Dann muss man nicht zwangsläufig das an den Helm schrauben. Hier haben wir noch mehr so Pads für die Ohrhörer, also noch mehr so Zubehörzeug. Das sind die Zubehörschnuppis und Klebepads, was man so braucht für, wenn man das häufiger mal irgendwo in einen anderen Helm bauen will. Das ist hier auch nochmal ein neuer Windschutz für das Mikrofon. Und das ist ein Klinkenkabel, wofür auch immer, das muss ich noch rausfinden. So, das ist also erstmal alles, was in dem Paket drin ist. Wir fangen jetzt also damit an, erstmal uns diesen Quick Start Guide anzugucken, wie das Ganze in dem Helm verbaut wird. Ist also auch in sehr vielen verschiedenen Sprachen, dass man das auch versteht, das Ganze. Hier wird in Ruhe und eindeutig erklärt, wie man das Ganze am Helm befestigt und was die einzelnen Tastenbelegungen, was die bedeuten. Und das erkläre ich aber nochmal alles separat. Jetzt bauen wir das ganze Ding erstmal an den Helm.
So sieht das also aus, wenn man das hier unten festgemacht hat. Ihr konntet es übrigens nicht ankleben, weil mein Helm, wie ihr hier seht, so eine krasse Biegung macht. Weil das ist halt eigentlich ein Helm, den man mit Neckbrace fahren kann. Das heißt, der hat hier diese Kante, dass man quasi das Neckbrace, dass der Helm da drauf sitzt auf dem Neckbrace. So, jetzt habe ich es aber trotzdem dran. Ich habe jetzt quasi hier diese Teile, das musste ich ein bisschen aufschneiden am Helm und dann musste ich das ganz schön reindrängeln hier, dass das da reinpasst. Aber so ist das schon mal ganz gut und es sitzt bombenfest. Also kannst du dran ziehen, wie du willst. Das geht auf jeden Fall nicht ab. Und auf dieses Ding wird dann einfach diese Bluetooth-Gerät geklickt. Das war's. So sieht das dann am Ende aus. Finde ich ganz okay, ist relativ groß. Hier drüben ist übrigens die Kamerahalterung, aber dazu gibt es ein separates Video. Genau, so sieht das Ganze aus. Kann man dann hier auch ganz gut bedienen. Ist erstmal so auf den ersten Blick ganz okay. So, was wir jetzt machen müssen, ist die Lautsprecher und das Mikrofon verbauen. So, das sieht auf den ersten Blick erstmal relativ verwirrend aus. Das ist auf jeden Fall so, dass wir hier diese Klebepads haben. Die haben auf der Seite wie so ein Klettverschluss. Und an dem Lautsprecher selbst ist auch so ein Klettverschluss. Man klebt das Teil also in den Helm. Dieses kleine, dünne, schwarze Ding und dann kann man den Lautsprecher da so aufkletten und dann hält das so. Das ist dafür gedacht, dass man das immer wieder einfach ausbauen kann, indem man diese Dinger hier in die Helme klebt und dementsprechend das immer wieder in einen anderen Helm bauen kann. So funktioniert das Ganze. Jetzt suchen wir uns am Helm also die Stelle, wo unsere Ohren sind und da kleben wir die Dinger hin und dann kann man die Lautsprecher dort ankletten. Ja, und das gleiche machen wir mit dem Mikrofon. Das Mikrofon hat auch so einen Kletter auf der Rückseite. Und dann nimmt man einfach dieses gute Stück hier und klebt das vorne irgendwo in den Helm, wo das vernünftig klebt. Und dann klettert man das Mikrofon da an, das war schon. Und das kann man jederzeit einfach wieder entfernen. Super easy. So sieht das Ganze also aus, wenn das eingebaut ist. Ich habe hier jetzt das Kabel verlegt, das geht da unten drunter lang und habe da den Lautsprecher eingeklettet. Relativ simpel. Wie ihr seht, hier läuft das Kabel lang. Geht hier unten drin, auf der anderen Seite habe ich schon fertig, hier wollte ich es euch jetzt nochmal zeigen, so sieht das Ganze aus, der Lautsprecher ist da dran, dann kann man hier dieses Klebchen, was da drauf ist, das muss dann noch weg, da hat man den Lautsprecher. Wunderbar, jetzt kommt hier nur noch das Wangenpolster drüber. So, und bei meinem Helm ist es so, dass mein Wangenpolster schon so eine geriffelte, weiche Oberfläche hat, wo eh die Ohren dran liegen. Das heißt, ich muss hier auch nichts weiter aufmachen, außer das Wangenpolster hier einbauen. Und dann wird man diese Lautsprecher gar nicht sehen, sind dann also komplett versteckt in dem Helm. Wunderbar, also finde ich bis hier ja wirklich, wirklich gut. Das bauen wir jetzt zusammen, relativ easy. So, und wie ihr seht, man sieht nicht ein einziges Kabel hier. Da sitzt der Lautsprecher hinter. Top. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht. So, jetzt gerade bin ich auf der Suche nach der perfekten Location für das Mikrofon. Das muss jetzt von der Seite hier, das ist das Kabel, das muss jetzt hier also irgendwo hin. Da, wo mein Mund nicht direkt gegenkommt, sodass man halt nicht ständig irgendwie da mit dem Bart dran rumrubbelt an dem Ding. Aber so, dass es halt auch nicht mitten im Wind hängt. Und was ich vorher gemacht habe bei meinem Vlogging-Setup ist, dass ich unter diese Gummilippe hier das Mikrofon damals geklebt habe. Und ich glaube, dass ich das mit dem hier genauso mache. Dann verschwindet das hier auch so. Dann sieht man das am Ende auch gar nicht mehr. Ich glaube, so genauso sollte ich das lassen. Ja, klebe ich also da oben jetzt das Ding hin und dann können wir das Mikrofon da ankletten. So, ich habe also jetzt das dritte Kabel, da sieht man es noch. Auch hier unter dem Wangenpolster verlegt. Die gehen jetzt also alle hier hinten rein. Hier so hoch, da oben sieht man das Kabel noch. Da oben drin steckt jetzt also das Mikrofon. Da so, kann ich so ja umklappen. Das in diesem Gummi drin. Wunderbar. Jetzt muss ich bloß noch das Kabel hier unter dem Gummi verstecken. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist die Installation abgeschlossen. So, wir haben das gute Stück also vollständig installiert, das funktioniert auch. Ich muss jetzt hier noch ein kleines bisschen meinen Helm anpassen, innen an den Wangenpolstern, weil die nicht, naja, ich habe halt ziemlich große Ohren und weil die nicht so richtig zu meinen Ohren passen. Aber wir haben eben gerade schon den ersten Test gemacht, funktioniert wunderbar. Und jetzt kommt hier noch die Kamera ran, dazu gibt es wie gesagt ein komplett separates Video zu der Kamera. Das war's im Grunde genommen. So, wir haben das Ganze also fertig gebaut, funktioniert auch alles wunderbar. Das nächste, was ihr also sehen werdet, ist ein Video, wie wir quasi mit der Sena Prism Kamera, die jetzt hier dran ist, und dem Sena hier durch den Harz fahren. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg zum Kyffhäuser, das soll aber das nächste Video sein. Vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich darüber, dass ihr hier teilgenommen habt an dem ganzen Blödsinn, den wir hier veranstaltet haben. Ich freue mich darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Kyffhäuser Action hoch und runter. Bis zum nächsten Mal.